Und hallihallo, Hallöchen, willkommen wieder bei Rusty Needles. Wo wir gerade mal so, zumindest ich meinen Charakter so ein bisschen misshandeln. Ne, so ein bisschen. Deine Mitfahrgelegenheit wartet dann übrigens vorne an der Tür. Okay. Gehen wir mal kurz raus hier, übernehmen. Man sieht zwar vermutlich noch nichts davon. Nope. Okay. Ah, warte mal. Fahr mal zum Laden. Bitte. Zu welchem Laden? Geh mal in die Richtung. Hol dich mal ganz kurz hier auf die Karte. Geschäfte. Siehst du direkt, also wenn du geradeaus rechts fährst, die Hauptstraße entlang. Und dann machen wir so, geradeaus rechts. You going daft, have you? Du fährst falsch. Du hast gesagt geradeaus rechts. Hey, 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 rechts, hey, hey, hey. Geradeaus. Und links. Direkt links. Ganz geradeaus. Rechts halten und geradeaus. Gerade rechts? Genau. Gerade rechts. Wie gefällt dir eigentlich nur so ein neuer kleiner Schlitten? Weiß ich nicht. Geradeaus? Ich fahr doch geradeaus. Und du hast halt Spaß da oben. Ja, bei mir ist dein Lebensbalken nur irgendwie weit weg von mir. Kann das sein? Keine Ahnung. Ja, du klitschst bei mir raus. Ja, das ist doch richtig. Gut. Ich hab doch bloß eingeparkt. Was hast du so eine Angst? Und mir klitscht irgendwie weg. Keine Ahnung. So, gut. Und es ist wieder Shoppingzeit, Leute! Yes. Ich brauche nämlich dringend was anderes. Und ich muss dann auch bald mal... Nein. Ja. Ich glaube, du kannst hier, wenn du shoppen gehst, mal gerne weitermachen. Ich fahr kurz mal zum Chirurgen. Oha! Ja. Wo ist der Chirurg? Aber doch hoffentlich mit deinem eigenen Auto. Ja, ja. Telefon. Fahrzeuglieferung. Ja, danke schon. Bitte. Da. Dankeschön. So, Dankeschön fürs Fahren. Der Obi, da liegt ja voll ab. Gut. Das Tolle daran ist noch, ich hab dafür Kohle bezahlt. Für was? Ich behaupte jetzt aber, ich hätte Kohle für den Wagen bezahlt. Nein. Behaupte ich aber. Man behauptet es eben mal. Ich gehe jetzt hier rein. Warte, vorher kurz mal raus. Sag mal, kann ich hier nicht? Ach, gehört mir das schon? Anscheinend. Gut, mir gehört das schon. Das schon, ich könnte es noch kaufen. Ja. Damit ich hier mal ein bisschen Körper... Okay, Haut. Nein. Ein bisschen ins Normalere ziehen. Körpermaske? Was? So. Zurück. Aber wo hatte ich denn das, mit dem Make-up, genau. Ganzes Gesicht. Alter, krank. Der tut mir irgendwie leid. Ich brauche dringend einen anderen Körper. Andere Hautfarbe. Also irgendwas? Nein, nicht ganz so. Ja, das ist das schon eher. Alter, mal gucken. Schon alter Gang-Typ, wäre auch mal cool. Ah ja, das war's. Nein. All die Haare müssen dann auch anders. Gut. Heutiger Part. Ein bisschen anders.
Captain, bevor da was finden ordentliches. Na komm schon. Irgendwas ordentlich muss doch hier rauskommen. Dem seine Alter. Das Schlimmste ist ja schon allein. Ach, der Brokkoli. Der Brokkoli. Gibt hier sogar einen normalen Bob. Gott, ey. Ja, bestimmt. Und hier sind ja auch normale Haarfarben. Ja, komm her. Ach Gott, nein, ich muss da dringend irgendwas anderes. Irgendwas Fülliges. Das sieht ja... Gott! Das ist doch kein Skaterhaus mit. So, ich bin jetzt auch bei... deinen Chirurgen angekommen. Gut. Gott, ich hab hier ein Problem, echt. Der sieht ohne die Hautfarbe echt, ne? Komm, mach mal das hier. So, mein Chirurg. Die Zahnbürste, ja. Wie du meinst. In der Zwischenzeit kann ich dann alle Roman noch mal Fähigkeiten gucken. Wobei, das wäre auch cool eigentlich. Muss den Kopf mal ein bisschen anders. Ja. Yeah. Die Augenbrauen sind dafür aber anders. Der kann so bleiben. Eigentlich. Gut. Nochmal Escape zurück. Und ich muss dann dringend die Tattoos nochmal ändern. Gott. Mhm. Gegenstände, das ist Make-up-Gegenstände. Mhm. Mhm. Ich muss. Fuck. Wie soll. Gott. Tu es doch einfach. Lass raus, Junge, lass raus. Gesicht, da waren auch die Augen irgendwo, ne? Da Augenfarbe. Was Normaleres. Na, komm. Wollen wir ein bisschen was Normaleres bringen? Und unbedingt die Tattoos ändern. Körper ansonsten noch. Ja. Nee, das kann man so lassen. Übernehmen. Wobei. Teils, teils, die Klamotten gehen noch. Also du bist jetzt hier? Dann wo ist mein. Ja, du bist gerade an mir vorbeigerannt. Oh. Ich dachte, du bist drinnen. Wo bist denn du jetzt? Ja. Ich hab gerade eigentlich noch an mir vorbei. Hey Elvis! Bei mir wirst du nicht angezeigt, bei mir bist du geklitscht irgendwo. Bei mir ist dein Lebensbalken da hinten. Mit dem großen Auto. Okay. Also eventuell musst du gleich nochmal kurz neu joinen. Natürlich ist wieder an mir. Ja, na ja, komm, warte mal. Bei der nächsten Runde. Alter! Natürlich, kurz mal zurück zum, Rusty Needle. Entschuldigung! Wobei, erstmal zum Klamottenladen. Die, halt! Kommst du noch klar mit einer Shoppingtour heute? Ja, tu ich. Sind auch bald durch. Muss auch mal sein, finde ich. Einmal so ein bisschen neu aussehen, alles, bisschen frischen Wind reinbringen. So, dann mach mal gucken. So, Oberkörper. Oberkörper. Oh. Warum eigentlich nicht? Rucksack? Nee, lass mal gut sein. Dann mal Unterkörper. Was Normaleres. Wobei die Hose eigentlich gar nicht mal so schlecht ausschaut. Hm?
Aber nur nicht wirklich, dass du mich nicht sehen kannst. Das ist... Ja, wie gesagt, ein bisschen dunkler so. Kaufen, übernehmen. Gut. Der sieht bei mir echt ein bisschen gestört aus. Aber auch gut. Nee. Schon okay so. Hat das Frau noch mal so lange gebraucht beim Einkaufen? Mhm. Ja, ein bisschen intelligent wirken, ein wenig zumindest. Ich sehe so, ich finde, ich sehe so aus wie so ein Typi vom Modeplaneten irgendwie so, also so, so diese Modetypis. Na, Models oder was? Gucken die an. Bin unterwegs. Wo bist denn du? Ich stand gerade, ich habe mich mal ein bisschen umgeguckt. Okay. Hinterm Haus zum Beispiel. Ist das eine Polizeikarre? Ah, da hinten habe ich meine Karre geparkt. Ja, wie soll man sich wohl uns ansehen, wenn der andere gleich abhaust? Ja, wenn ich dich nicht sehe? Also theoretisch springe ich jetzt gerade auf dein Auto. Alter, bist du. Na, jetzt bist du neben mir. Ja. Gut. Auftrag entgegennehmen? Ja, kannst du noch. Kann man machen. Von, was sagt die Zeit? Wir haben noch 6 Minuten. Also, wollen wir, bin mehr für Kinsey. Na dann. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, Aufträge zu machen. Kinsey House. Good, I need help. Everything alright? If it was alright, I wouldn't need help, would I? The boxes are too heavy. Boxes? What boxes? I'm moving stuff into my place. There are boxes. Some are too heavy for me. I need help. Got it? I'll be right over. Gut. Und alle hey, 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 hey. Kann man später drum kümmern. Mit dem Auto fahren auf jeden Fall. Na, davon rede ich gar nicht. Das, die Frau hatte Probleme damit rumzufliegen. Sollte, wenn du nicht ausweichen kannst, dann lass doch die Gegenfahrbahn. Sollte auch irgendwann sollte man auch nochmal wirklich zum Tuning gehen. Ja. Hui! Aber wir haben schon wieder den Bullen am Arsch. Nein. Doch? Nein. Hatten wir gerade. Nein. Du machst mich fertig. Nein. Guck mal, dort ist sogar Tuning gewesen. Ja, wollen wir nochmal hinfahren? Haben wir auch ein paar Folge. Da mag ich nicht hin. Gut gemacht. Way. Ich guck mal ins Ufer. Wir fahren ins Richtige. Ja. Yep. Sieht gut aus. Die einzige Sache, die ich jetzt... Oh, warte halt, ich geh mal... Warte, hier lang. Jetzt kann ich... Was passiert denn? Oh, kann ich sogar kaufen. Sehr schön. Guck doch mal, wie teuer es ist. Ich hoffe, ich habe noch genügend Kohle dann übrigens. Na, mir reicht zum Beispiel nicht. Mr. Hey. Lehrer. Gucken. Ups. Ups. Ja. Kann ich den eigentlich noch holen? How many fights is that? Telefon. Fahrzeugtieferin. Nur den Caster, bitte. Gut. So ein bisschen kann ich das machen. Au! Hörst du auf, dich mal mit den Leuten hier zu prügeln? Die haben mich angeschossen. Gut. Dann schauen wir mal. Bist du noch raus? Vielleicht geht das dann los. Ja, gerade kann ich nicht. Entschuldige bitte der Herr. Ich rede von raus, die geht, du gehst ganz außen lang. Vielleicht können wir auch nicht während des Auftrags. Anscheinend. Gut, dann machen wir erst den Auftrag. Magst du kommen? Gut.
Brave das Frau. War knapp, ich habe mich schon wieder unter deinem Auto gesehen. Bei deinem Baukünsten war das kein Wunder. Gut, wir fahren jetzt noch bis zum Aufgabe hin. Und dann cutten wir hier. Nö, so böse sind wir doch gar nicht. Das ist ja ein schöner Cliffhanger. Nein, sowas können wir doch nicht tun. Niemals. Nein, macht nicht schon sowas. Welcher Let's Player macht bitte schon sowas? Gar keiner. Nein. Ich hab Angst. Wieso denn? Was hast du für Probleme, bitteschön? Ich sitz bei dir im Auto, während du am Steuer sitzt. Das ist kein Problem. Stimmt, das Problem hatten wir ein einziges Mal im Leben. Danach ist es zu Ende. Psst.